Der Mathematiker ist ein mythologisches Wesen, sagt Simon Golin, halb Mensch, halb Stuhl. Der Mathematiker ist in der stereotypen öffentlichen Vorstellung ganz sicher auch ein Mann, also der Mathematiker. Er ist mittelalt, er trägt Bart und eine dicke Brille. Was macht der Mathematiker, wenn er arbeitet? Er sitzt am Schreibtisch, er rechnet. Er braucht dafür nur Bleistift und Papier und Radiergummi und einen Papierkorb und viel Kaffee. Woher kommt der Fortschritt in der Mathematik? Der Mathematiker sitzt also am Schreibtisch. Er schreibt furchtbar viele komplizierte Formeln auf Papier, hat einen Geistesblitz, schreit Heureka, ich hab's, stößt dabei seine Kaffeetasse um, rechnet fertig, schreibt seinen Beweis auf und dann gilt es bis in alle Ewigkeit. Das ist natürlich ein Mythos, das ist Stereotypen, das ist Klischees. Die Figur des Mathematikers, die Vorstellung von mathematischen Arbeiten, sozusagen in Einsamkeit am Schreibtisch und so weiter, all das stimmt, wenn dann nur teilweise. All das gibt's, aber der Alltag der mathematischen Forschung ist sehr viel vielfältiger, sehr viel interessanter. Der Anspruch der Mathematik als exakter Wissenschaft ist natürlich, dass all das, was erst einmal bewiesen ist, dann bis in alle Ewigkeit zu gelten hat. Der Mathematiker und Informatiker Noga Alon aus Tel Aviv, der diesen Monat seinen 60. Geburtstag feiert, ist im israelischen Radio mal interviewt worden und hat erzählt, dass Euklid vor mehr als 2000 Jahren bewiesen hat, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Ja, schön, hat der Interviewer gesagt, und stimmt das denn immer noch? Das Modell eines mathematischen Beweises stammt ja von Euklid, aus seinem Buch Die Elemente. Und der Beweis mit den Primzahlen, den man natürlich auch in der Schule lernt, gilt sozusagen als Modell eines Beweises. Der ist auch wunderschön, der ist auch richtig und der gilt bis in alle Ewigkeit. Auch die berühmten Elemente des Euklid fangen im Prinzip mit Fehlern an. Das fängt damit an, dass da eben zwei Kreise geschnitten werden, aber unter den Grundannahmen, die da gemacht werden, im Moment gar nicht klar ist, dass sich diese Beweise, diese Kreise wirklich schneiden müssen. Mathematik als Wissenschaft beginnt also mit Euklid und Euklid beginnt mit einem Fehler. Von Aristoteles zum Beispiel stammt die Behauptung, man könne den Raum nicht nur mit Würfeln lückenlos auffüllen. Dass das geht, wissen wir, weil wir ja alle mal Zuckerwürfel in so einer Packung gesehen haben, wie sie verkauft werden. Und wenn es nur wirklich Würfel sind, dann merkt man, da sind keine Lücken dazwischen. Aber Aristoteles hatte behauptet, es ginge genauso gut auch mit Tetraedern. Dass das nicht stimmt, ist dann erst im 15. Jahrhundert aufgefallen, einem gewissen Johannes Müller, der als Regiomontanus publiziert hat und der dann eben nachgerechnet hat, dass das gar nicht gehen kann, weil das mit den Winkeln nicht aufgeht mit dem regulären Tetraeder. Und fünf Tetraeder ergeben eben nicht zusammen 360 Grad, sondern nur 353 Grad. Das Interessante daran ist eben auch, Aristoteles hat es behauptet, geglaubt hat man es bis ins 15. Jahrhundert. Da ist der Fehler aufgefallen bei einem, der eben sozusagen die grundlegende Sachen zur Trigonometrie gemacht hat, Regiomontanus. Damit ist der Fehler entdeckt, aber damit ist natürlich eine Frage offen, die sagt, wenn man nun den Raum nicht lückenlos mit Tetraedern füllen kann, wie gut kann man denn den Raum füllen mit gleich großen regulären Tetraedern? Und die Antwort ist, das wissen wir nicht und da haben Leute heftig dran gearbeitet in den letzten Jahren. Der Rekord ist so bei ungefähr 85%, also dass man Packungen angeben kann, sodass 85% des Raums mit Tetraedern aufgefüllt ist. Man weiß aber nicht oder kann zumindest nicht beweisen, dass es nicht auch viel besser geht. Die obere Schranke liegt irgendwo bei 99,99999 und noch ein paar 9%. Also man kann zeigen, es geht nicht ganz mit 100%, aber wie gut es geht, weiß man nicht.
Ausgangspunkt ist das sogenannte Ham-Sandwich-Theorem und da kommt eben auch der Name her. Das Ham-Sandwich-Theorem sagt, jedes Schinken-Sandwich kann mit einem einzigen Schnitt so durchgeschnitten werden, dass alle drei Teile, nämlich der Boden, der Deckel und der Schinken, genau in die Hälfte, also was weiß ich, halbes Gewicht geteilt werden. Trotzdem haben wir eben neben den Beweisen vom Typ 1 auch die Beweise vom Typ 2. Das sind die Beweise, die Menschen überzeugen können und das sind die klassischen Beweise in der Mathematik, aus denen wir so wahnsinnig viel gelernt haben über die Jahrtausende, die aber eben auch immer wieder kritisch angeschaut werden müssen, weil Beweise, die Menschen überzeugen können, natürlich auch Beweise sind, die Menschen täuschen können, weil wir es am Ende vielleicht eben doch nicht genau genug und logisch genug angeschaut haben. Und man muss dann sagen, es gibt natürlich neben den Beweisen, die Menschen überzeugen können, auch Beweise, aus denen wir wirklich etwas lernen können. Ich behaupte, ein guter, ein inspirierender Beweis kann letztlich auch ein Beweis mit Fehler sein. Und die Mathematikgeschichte zeigt das auch, zum Beispiel an den Beweisen für den großen Fermat. Es klingt paradox, aber Mathematikgeschichte beweist das Gegenteil. Fehler machen gehört zum Kreativarbeiten dazu. Zweitens, Fehler ausschließen, suchen und finden gehört zur Wissenschaft dazu. Das ist ein essentieller Teil von Wissenschaft. Drittens, das Fehler eingestehen gehört zur Ehrlichkeit dazu. Und viertens und vielleicht wichtigstens, aus Fehlern muss man lernen, aus Fehlern kann man lernen, aus Fehlern kann man sich vielleicht sogar inspirieren lassen.